Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, Orga TV, der Sender im Internetformat. Bei Orga TV. Heutiges Thema, ich hoffe, ihr habt es gelesen im Weblog oder auf unserer Startseite. Es geht um DFKI, das Bundesland Saarland und Microsoft. Bevor wir damit allerdings starten, erstmal, letzte Woche musste ich mich bei euch entschuldigen. Diese Woche möchte ich mich bei euch bedanken. Und zwar für den großen Zuspruch, der letzte Woche war bei der Sendung mit Professor Dr. Christian Scholz. Wir hatten, vielleicht habt ihr es im Weblog gelesen, 64 Zuschauer. Das ist großartig. Also an dieser Stelle erstmal recht herzlichen Dank an euch. Für die, denn in der vorletzten Sendung hatten wir 32 Zuschauer, also hat sich genau verdoppelt. Und vielleicht für die neuen Zuschauer dann noch einmal hier Werbung in eigener Sache. Geht auf unsere Startseite www.orga.tv. Dort kommt ihr zu unserem Weblog. Dort könnt ihr unser ganzes Leben hier als Praktikumsteam nachvollziehen. Kleine Neuerungen gibt's auf Bitte eines Kommentars, der dort geschrieben wurde. Unser Team ist jetzt dort vorgestellt in unserem Weblog. Zum einen, zum anderen, ab nächster Woche gibt's hier bei Orga TV Videocast. Also dann wird ab Freitag eine eigene Videocast-Sendung produziert werden und dann auch jeden Freitag ausgestrahlt werden. Ich weiß nicht genau, ob ihr es kennt, Videocast mit iPod, könnt ihr euch dann runterladen. Gibt es inzwischen schon ganz schön viele, wir ziehen da jetzt nach. Über Flickr könnt ihr Bilder von uns sehen und dergleichen. Also das Ding ist in den letzten Wochen doch ziemlich groß geworden und sehr interessant. Weitere Neuerungen gibt es ab sofort in der Mensa. Wer heute dort war, hat es vielleicht schon gesehen. Ab sofort kündigen wir auf großen Plakaten auch unsere Themen in den jeweiligen Mittwochssendungen an. Das wird es dann demnächst auch im ehemaligen Gebäude 16. Jetzt? Was ist das denn jetzt? B41? B31? Mann, wir hatten vorletzte Woche... B41 ist es. Genau. Schande. Letzte Woche hatten wir das doch noch. Vorletzte Woche. Naja, wie dem auch sei. B41, dort wird es dann demnächst auch angekündigt sein. Hängt jetzt noch nicht, müssen wir erst die Genehmigung bekommen. Letztes, bevor es richtig losgeht. Nachträglich. Alles Gute zum Geburtstag. Herr Uwe Eisenbeiß hatte am Montag Geburtstag, hat den ganzen Tag hier verbracht. Also Respekt vor diesem Mann. Gleichzeitig heute hat Steffi Müller Geburtstag, auch da alles Gute. Beide wollten uns leider ihr Alter nicht verraten, aber wie eben auch sein, muss ja nicht sein. Also eigentlich würde ich jetzt sagen, ihr seid die Besten, aber das sind wir ja schon, aber ihr seid kurz davor. Gut, das war das. Wir beginnen mit den News und dann beginnen wir mit unserem Thema. Apple will Patent für manipulationssicheren Code. Apple hat eine Methode zur Erzeugung manipulationssicherer Codes zum Patent angemeldet. Apples Patent sieht vor, einen empfangenen Codeblock in eine andere Form zu übersetzen, die dann ausgeführt wird. Bei der Übertragung werden dem zweiten Codeblock Schutzmaßnahmen hinzugefügt, die ihn gegen Manipulationen schützen. Auf diesem Weg soll verhindert werden, dass ein auf eine bestimmte Hardware geeichter Code auf einer anderen Plattform ausgeführt wird. Biometrie gegen Drogenkonsum durch Minderjährige. Der Coffeeshop Nobody's Place in Venlo setzt auf eine biometrische Lösung, um zu verhindern, dass Minderjährige sogenannte Softdrugs kaufen. Der Fingerabdruck soll mit Hilfe eines Scanners jeweils am Einlass- und Verkaufstresen abgefragt werden und so verhindern, dass Erwachsene, wie in der Vergangenheit geschehen, ihre vom Shop verteilten Magnetkarten an Minderjährige weitergeben. Elektroschrottgesetz überfordert viele Unternehmen. Ab März 2006 müssen die Verbraucher keine Gebühren mehr für die Entsorgung von Elektroschrott zahlen. Währenddessen verzweifeln vor allem kleine Unternehmen an dem komplizierten Regelwerk des Elektrogerätegesetzes. Wer sich nicht bis zum 23. November 2005 registriert, riskiert Bußgeld und ein Verkaufsverbot in Deutschland. Nero 7 Update frustriert Anwender.
Im Oktober kam Nero 7 Premium auf den Markt. Seit dem 2. November liegt das erste Online-Update auf den Webseiten des Herstellers zum Download bereit. Bei der Ankündigung von Nero 7 hatte der Hersteller versprochen, die Zeit der Riesen-Updates sei vorüber, weswegen das aktuelle 105 MB schwere Update zu Unmut bei den Anwendern führt. Die Version, bei der einzelne kleinere Komponenten heruntergeladen werden können, ist zwar angekündigt, soll allerdings erst im Januar 2006 bereitstehen. Weißrussland entwickelt Windows-Konkurrenz. Als Alternative zum marktbeherrschenden Betriebssystem Windows von Microsoft arbeiten Wissenschaftler in Weißrussland an einer eigenen Computersoftware. Das günstige weißrussische Betriebssystem werde ähnlich wie Linux einen offenen Quellcode haben. An dem Projekt sind auch die Europäische Union und die NATO interessiert. Die preisliche Dimension zeigt der Vergleich zwischen einem 300 US-Dollar teuren Betriebssystem gegenüber dem weißrussischen Windows für nur 12 Euro. US-Regierung gegen Copyright-Verletzung. In Washington wurde ein neues Gesetz zum Schutz des geistigen Eigentums vorgestellt, mit dem die Bekämpfung illegaler Kopien urheberrechtlich geschützter Werke deutlich verschärft werden soll. Die Kriminalisierung würde sich auf kommerzielle Raubkopien von Filmen, Songs, PC-Spielen, DVDs oder Software genauso beziehen wie etwa auf das Fälschen von Medikamenten oder Autoersatzteilen. Die Schadensersatzansprüche der Industrie sollen ferner deutlich erhöht sowie die Befugnisse der Strafverfolger etwa zur Telekommunikationsüberwachung Verdächtiger erweitert werden. Emmy für mobilen Videocontent geplant. Die Academy of Television Arts and Sciences will die Reihe der sogenannten Daytime Emmy Awards um eine Kategorie für Kurzfilme erweitern, die eigens für das Abspielen auf mobilen Geräten gedreht wurden. Der erste iPod Emmy soll am 1. Mai 2006 im Rahmen der 27. Annual Sports Emmy Awards verliehen werden. Berücksichtigt wird nur speziell für mobile Endgeräte erstellter Content mit einer maximalen Länge von 20 Minuten. Tipp der Woche. Am 19. November findet im Starterzentrum ein eintägiger Workshop statt, in dem es darum geht, bessere Entscheidungen mit Hilfe des Bauchgefühls zu treffen. Die eigene Emotion wird hierbei als Motor genutzt, Entspannungsübungen sollen helfen, den Kopf abzuschalten. Ziel des Workshops ist es, den eigenen Weg zu finden. Ein ideales Angebot für Prüfungs- und Entscheidungsphasen. Das waren die News, alles was ihr wissen müsst. Wir sehen uns. Jo, das waren die News, alles was ihr wissen müsst. Wir sehen uns. Ist das nicht süß? Wunderbar. Okay, heutiges Thema. Innovationsvertrag zwischen DFKI und dem Bundesland Saarland auf der einen Seite und Microsoft auf der anderen Seite. Klar, natürlich die Computerinteressierten unter euch werden jetzt sagen, um Gottes Willen, Microsoft, wer Windows, wer kennt das nicht? Unnötige Fehlermeldungen, die sowieso keinen Sinn ergeben. Verknüpfungen, die Windows automatisch bildet und den Computer nur zumüllt und dergleichen. Aber letztendlich muss man doch sagen, dass Microsoft das ganze Computersystem revolutioniert hat und nicht umsonst diese Position weltweit hat, die es hat. Und ist auf jeden Fall mal eine interessante Sache. Könnte etwas werden, dass das Bundesland Saarland, gut, dazu brauche ich wohl wenig zu sagen, und das DFKI. Was ist das DFKI? Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz befindet sich hier auf dem Campus der Saarbrücker Uni. Wo das genau ist, das schauen wir uns mal an unserer großen Campuskarte an. Wir haben uns hier nicht umsonst in Unkosten gestürzt, um dieses anfertigen zu lassen. So, das ist der Campus, habt ihr ja schon mal gesehen, vorletzte Sendung. Und haben wir das drauf? Gebäude D32. Gegenüber von der Mensa ist dieses komische pyramidenähnliche Teil, obwohl das hier eigentlich gar nicht so aussieht, aber vorne der Eingang ist irgendwie so pyramidenförmig und mit Glas bebaut. Und was macht das DFKI grundsätzlich? Künstliche Intelligenz, kann man sich schwer was drunter vorstellen. Wir haben hier mal ein Prospekt. Auf der Cebit sind sie, haben viele Verträge. Klar, jetzt mit Microsoft, mit Saarstahl, kann man das sehen? Schlecht, sagt meine Kamerafrau. Aber mit Saarstahl arbeiten sie auch zusammen. Athena, Ivi, das ist hier auch auf dem Campus.
Also wird wahrscheinlich 3 Sendungen brauchen. Ach, da haben wir hier vorne sogar SAP und Siemens und massig von Partnern, mit denen das DFKI zusammenarbeitet. Was konkret die jetzt genau machen? Gut, da könnten wir wirklich 3 Sendungen drüber erzählen. Auf jeden Fall ganz interessant war da ein Projekt mit Robotern. Hier habe ich, ich hole das mal gerade nochmal. Und zwar steht hier super interessant ein, ich zeige das jetzt doch mal kurz in die Kamera. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, und zwar gibt es zu den Fußball-Weltmeisterschaften die Fußball-Roboter-Weltmeisterschaften mit diesen hundeähnlichen Viechern hier, wo dann auch eine Weltmeisterschaft ausgespielt wird, und da unten drunter steht ein interessanter Satz: Parallel zur Fußball-Weltmeisterschaft kann man sich dann ein Bild vom ehrgeizigen Ziel der RoboCup-Initiative machen. Im Jahr 2050 soll ein Roboterteam den amtierenden Weltmeister schlagen. Hört sich extrem futuristisch an, aber auch sehr geil, wenn ich mir mal vorstelle, dass da dann 11 Robotermännchen rumlaufen und Brasilien abzocken. Ja, also das DFKI macht wirklich viel, höchst interessant. Wir haben uns da dann noch mit einem leitenden Angestellten zusammengesetzt, der sich wirklich extrem viel Zeit mit uns genommen hat. Schon mal an dieser Stelle recht herzlichen Dank an Herrn Karger. Mit dem haben wir ein Interview geführt, hat 20 Minuten gedauert, war wirklich sehr, sehr lang, hat uns dann nebenher noch ein paar Sachen gezeigt. Und einen kleinen Ausschnitt, das seht ihr jetzt. Hallo, ich begrüße euch heute aus dem DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz hier an der Universität Saarbrücken. Ich freue mich, Herr Karger begrüßen zu dürfen. Er ist der Leiter für Unternehmenskommunikation hier am DFKI. Herr Karger, das DFKI ist im Bereich Softwaretechnologie eines der führenden wirtschaftsnahen Unternehmen in Deutschland und genießt auch international einen sehr guten Ruf. Mich würde nun interessieren, wann hat das DFKI seine Arbeit aufgenommen und was waren die einschlagenden Erfolge, die in diesem hohen Stellenwert auch international erbrachten? Also das DFKI gegründet 1988 und direkt gegründet mit Industriegesellschaftern, aber mit dieser spezifischen Rechtsform der gemeinnützigen GmbH. Wir haben 200 vollzeitwissenschaftliche Mitarbeiter und ich würde sagen 150 bis 200 studentische Hilfswissenschaftler oder studentische Mitarbeiter. Sie wollten jetzt wissen, was die Erfolge waren, was waren die Dinge, die das DFKI gemacht hat. Vielleicht zuerst, künstliche Intelligenz ist immer ein Fragezeichen. Mit künstlicher Intelligenz meinen wir die Simulation menschlicher Wissensfähigkeiten auf Computer. Wenn wir bei der Sprache bleiben, wir hatten mit dem Projekt Verbmobil, das lief von 1993 bis 2000, hat das DFKI das größte Projekt bearbeitet, gemanagt, geführt, das es in dem Bereich Sprachtechnologie jemals gegeben hat, auf der ganzen Welt jemals gegeben hat. Dafür gab es dann auch, glaube ich, einen Zukunftspreis. In 2001 gab es dann einen sehr speziellen Tag, das war die Verleihung des Zukunftspreises und es war die Situation wie beim Oscar. Wir wussten es nicht, wir wussten es wirklich nicht. Der Zukunftspreis wurde verliehen für sprachverstehende Computer. Was wir auch gerne zeigen, das ist ein Telefondialogsystem von der Firma Sympalog, das ist Berti und da geht es um den Dialog mit dem Computer, die Information, das Thema ist die erste Fußball-Bundesliga. Herzlich willkommen bei Berti, dem Telefonportal zur ersten Fußball-Bundesliga. Ja, Berti, schönen guten Tag. Wie haben denn die Bayern gespielt? Bayern München hat gegen Werder Bremen zu Hause 3:1 gewonnen. Ach, Berti, das gibt's ja nicht genau. Wie stehen denn die Bayern in der Tabelle? Bayern München ist in der Tabelle auf Platz 1. Haben Sie noch eine Frage? Ja, ja. Wer hat denn die rote Laterne? Der erste FC Nürnberg ist in der Tabelle auf Platz 18. Ja, und wie hat Saarbrücken gespielt? Der Verein FC Saarbrücken spielt nicht in der ersten Bundesliga. Ja, das ist ja schade. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Wir haben den Titel unserer Sendung, haben wir Saarbrücken ein zweites Silicon Valley genannt. Und wie ist da Ihre Einschätzung?
Also ein Saarbrücken, ein zweites Silicon Valley. Meine Einschätzung ist, dass Saarbrücken von der akademischen, von der wissenschaftlichen Exzellenz sehr wohl mithalten kann, auch mit den besten Universitäten an der West- oder der Ostküste der Vereinigten Staaten. Der Standort Saarbrücken für die Informatikforschung ist sensationell. Ist exzellent. Saarbrücken hat für die Informatik die kritische intellektuelle Brillanz, die man braucht, um wirklich neue, innovative, wirklich gute Resultate zu erzielen. Ja, es ist gerechtfertigt, hier von Silicon Valley zu sprechen. Wir sind Saarbrücken, wir sind das Saarland. Das ist ein toller Standort und ich muss sagen, wenn wir ab Juni 2007 auch noch den TGV haben, dann ist Paris so nah wie Frankfurt und wir haben so gesehen, wir werden tatsächlich zur Herzregion von Europa und für die Informatik sind wir absolut ein Exzellenzstandort. Vielen Dank, Herr Kager. Ja, vielen Dank, Herr Kager. Was soll man dazu sagen? Das sind doch Perspektiven, das ist der Hammer. Ja, man kann hier von einem zweiten Silicon Valley sprechen. Das waren die Worte von Herrn Kager. Also, wenn ich mir das mal so recht überlege, geil. Finde ich einfach nur cool, wenn ich mir dann, ja, keine Ahnung, dann, was sich da alles bietet. Klar, jetzt mal abgesehen von Arbeitsplätzen und neuer Infrastruktur und wirtschaftlichen Verbesserungen, was ja eigentlich kein Mensch interessiert. Aber, keine Ahnung, wenn Saarbrücken, Saarland dann wirklich an Reputation gewinnen sollte, vielleicht kommen dann endlich auch mal gute Bands hier ins Saarland, die dann hier Konzerte geben oder vielleicht hört man dann doch demnächst auch bei Berti, der erste FC Saarbrücken steht auf Platz 3 in der ersten Bundesliga. Keine Ahnung, was da alles geschehen kann, also finde ich auf jeden Fall höchst interessant, hört sich gut an, hat Perspektive. Die Frage grundsätzlich natürlich, wie ist das Ganze zustande gekommen? Also dieser Kooperationsvertrag, dieser Innovationsvertrag zwischen Saarland, DFKI und Microsoft. Es gab am 31. Januar diesen Jahres eine Gesprächseinladung oder zu diesem Termin eine Gesprächseinladung von Bill Gates persönlich, der auch dort war. Eingeladen waren 6 deutsche Professoren. Und es ging um, was kann alles passieren in der IT-Branche, Internet, Software und so weiter und so fort. Es wurden analysiert die Möglichkeiten von heute als auch die Visionen für morgen. Und interessant dabei war, was dann auch ein klein wenig das Saarland als Hochburg der Information bestätigt, dass von diesen 6 Professoren 3 Stück aus Saarbrücken waren. Dazu gibt es auch ein Foto, das zeige ich jetzt auch mal hier in die Kamera. Und zwar, um Gottes Willen, und zwar war das, hat man das jetzt drauf? Sieht man das in etwa? Hier ist Bill Gates, falls man ihn erkennen kann. Und dann haben wir hier drauf Herrn Professor Dr. Scheer, Gründer von IDS. Scheer kennt man wohl hier im Saarland. Dann haben wir hier Herr Mehlhorn, Professor Mehlhorn, der Leiter des Max-Planck-Institutes und Professor Dr. Walster, Geschäftsleiter des DFKIs. Also 50% aus dem Saarland bei 16 Bundesländern. Respekt, kann man nichts dazu sagen. Herr Walster, der Leiter des DFKIs, hatte dann auch ein persönliches, intensives Gespräch noch mit Herrn Bill Gates. Ah, dieser Name. Und es wurde über die Arbeitsweise des DFKIs gesprochen. Das DFKI, wie wir eben auch in dem Interview mit Herrn Kager gehört haben, ist ja so eine uneigennützige GmbH, hat viele Firmenpartner, mit denen sie zusammenarbeiten und geben alle Projekte nach Beendigung dann direkt in deren Hände. Und das hat halt Bill Gates sehr gut gefallen. Also es wird erarbeitet, das Ziel wird festgelegt, erarbeitet und dann in den meisten Fällen doch auch erreicht. Und die Firmen kriegen das dann sozusagen direkt zugute. Also da kommt dann nichts zusammen von wegen erst Anwälte einschalten und Lizenzrechte und Patente verteilen und klären. Das fällt da völlig weg.
das ist halt ein wichtiger Punkt des Saarlandes hier, diese kurzen Wege. Interessant war dann auch, dass dann später bei der CeBIT war dann Herr Gallmann dabei, auch Geschäftsleiter bei Microsoft Deutschland. Und kam dann auch nochmal ins Gespräch mit Herr Weister, kam dann hier ins DFKI. Beim Mittagessen kam dann noch Hans-Peter Georgi, Minister für Wirtschaft und Arbeit des Saarlandes, vorbei. Und das hat ihn einfach alles so beeindruckt, dass da dieser Innovationsvertrag dann doch tatsächlich zustande kam, mit dem groben Ziel, es müsste optimiert werden, dass PCs Probleme der Menschen verstehen, sei das jetzt durch Sprachsteuerung oder was auch immer, und dann, aber auch wirklich nur dann, wenn der Computer, das Programm eine Hilfestellung leisten kann, sie anbietet und zu relevanten Ergebnissen führt. Der Vertrag wurde unterschrieben, das war letzte Woche Mittwoch. Wir waren da für euch und haben ein paar Eindrücke für euch eingefangen. Also herzlichen Dank, dass es zu dieser Kooperationsvereinbarung heute kommt. Sie passt voll und ganz in die Innovationsstrategie unseres Landes. Sie sieht ja vor, Forschung, Entwicklung auf der einen Seite und Wirtschaft auf der anderen Seite stärker zu vernetzen. Im Rahmen dieser Innovationsstrategie haben wir mehrere Bereiche definiert. Einer dieser wichtigen Bereiche ist Informatik und das steht ja heute dann auch hier im Mittelpunkt. Wir werden auch neue Züge zu den Prüfen bekommen und dass ein Firmenname wie Microsoft für sich schon spricht und das unheimlich starke symbolische Kraft hat, ich glaube, das brauche ich heute zu tun. Ich bedanke mich also sehr, sehr herzlich für das Programm im Allgemeinen und dass wir teilnehmen dürfen im Saarland und wir werden regen Gebrauch davon machen. Herzlichen Dank dafür, dass Sie uns Zukunft schenken. Es gibt dort oben ein Zitat. Danke reicht mir aus. Information wird Wissen, aus Wissen wird Erfolg. Und daraus ist, sagen wir mal, ein Schneeball geworden und aus einem Schneeball wird eine ganze Lawine gut gemeinter Vorschläge, neue Arbeitsplätze, neue Ideen und internationaler Vernetzung. Und waren sehr schnell mit dem Saarland einig, dass wir in diesem Feld gemeinsam arbeiten wollen. Wir wollen in sehr unterschiedlichen Technologiefeldern zusammenarbeiten. Wir sind wirklich, und das gilt auch für alle Mitarbeiter, stolz darauf, dass sich Microsoft entschieden hat, mit dem DFKI diese Innovationspartnerschaft in Form eines Anteilerwerbs einzugehen. Willst du wieder getauscht? Das wird Teamwork. Ja. Einmal in die Kamera zu mir. Ja. Guten Tag, Herr Egel. Sie sind Staatssekretär am Ministerium für Wirtschaft und Arbeit im Saarland und Ihre Regierung will die saarländische Wirtschaft mit einer Innovationsstrategie nach vorne bringen. Inwiefern ist dieser Erfolg heute einzuschätzen in diesem Zusammenhang? Wir haben im Jahr 2001 begonnen, die Innovationsstrategie aufzusetzen. Dabei geht es darum, zu schauen, wie können wir mehr Ideen, die im Saarland drinstecken, in Innovationen, also in Werte umsetzen. Das ist der Plan, der dahinter steht. Da wirken verschiedene Beteiligte mit, nämlich in Bildung, in Forschung und eben auch in der Wirtschaft. Hier an der Universität sind wir natürlich sehr stark im Bildungs- und Forschungsbereich aktiv. Da entstehen ja die guten Ideen und wir fördern oder wir investieren sehr hohe Beträge jedes Jahr in Forschung und Entwicklung und wollen natürlich auch gewährleisten, dass am Ende im Saarland Unternehmen, Arbeitsplätze entstehen, neue Ideen, die Wirtschaft hier ein bisschen anschieben können. Welche Forschungsgebiete stellt sich Microsoft für das DFKI genau vor oder was können Sie bis jetzt dazu sagen? Also die Bandbreite des DFKI ist ja zwar groß, aber begrenzt. Das heißt auf Themen der Informations- und Kommunikationstechnologie, des Sprachvermögens, der Robotronik und der Sicherheit. In den Feldern werden wir sicherlich auch zusammenarbeiten. Sie treffen sich auch zufällig, das heißt zufällig mit unseren Themen, die wir haben. Da geht es nicht nur um Software gewissermaßen im Büro oder zu Hause. Heute sind Automobile ausgestattet. Die Sicherheit spielt eine ganz wesentliche Rolle. Und die vereinfachte Anwendung von modernen Kommunikationsmitteln spielt eine Rolle. Über alle diese Felder reden wir, haben jetzt aber noch nichts Konkretes verabredet. Alles klar, danke schön. Jo, das war die Pressekonferenz letzte Woche Mittwoch. Was für Eindrücke habt ihr? Ja, die Konferenz
war, um ehrlich zu sein, stinklangweilig. Aber das ist wohl jede Pressekonferenz. Höchst interessant waren allerdings dann doch die Interviews danach. Also war schon eine Ehre, mit da dem Geschäftsleiter Herrn Branona von Microsoft Deutschland zu sprechen, der sich auch direkt, das fand ich super, die Leute von SR3 und SAR-TV, die haben hinter uns gestanden. Herr Branona ist erstmal zu uns gekommen. Recht herzlichen Dank an dieser Stelle. Die haben dumm aus der Wäsche geguckt und wir haben da im Vordergrund gestanden. War super. Ich denke, was sie auch gesagt haben, ja, war wirklich zukunftsweisend. Hat Perspektive, ob es letztendlich irgendwas wird. Unser Fazit, wir können es grundsätzlich noch nicht sagen. Wir haben tatsächlich gehofft, ein bisschen mehr zu erfahren, aber das bleibt immer extrem im Geheimen. Da wird gemauschelt und da kommt nie wirklich irgendwas raus. Wir behalten das aber definitiv für euch im Auge und sollte sich da irgendetwas zu tun, irgendein großes Projekt dann doch ins Leben gerufen werden, werden wir euch natürlich in den News oder vielleicht auch in der Sendung dann nebenher nochmal darüber informieren. Ist interessant, kann man nur positiv bewerten. Es tut sich was. Das Innovationsprojekt oder diese Innovationsziele, die das Bundesland Saarland haben, daraus kann etwas werden. Wie gesagt, wir werden es verfolgen und schauen wir einfach, was sich so ergibt. Jo, das war's mit dem Innovationsprojekt Microsoft und Saarland DFKI. Ansonsten wisst ihr jetzt an dieser Stelle, kommt der Gebäudecheck. Wir waren, kann man da vielleicht kurz nochmal auf die Karte zoomen. Das erste Mal vielleicht noch, als wir in der Asta waren, das ist hier, haben wir das drauf. Dann haben wir den Unishop gehabt, das war hier. Und heute kommen wir dahin. Was das genau ist, kommt jetzt. Jo, servus Leute, Gebäudecheck Teil 3. Ich stehe hier an Gebäude A11 bzw. A12. Das ist das Starterzentrum und was hier gestartet wird, bzw. wofür das Zentrum ist, das schauen wir uns heute an. Ich befinde mich jetzt hier in der Eingangshalle vom Starterzentrum. Um ehrlich zu sein, noch sehe ich keine Anzeichen dafür, wofür das Ganze gut ist, aber da hinten habe ich was entdeckt und das schaue ich mir jetzt mal an. Umringt bin ich hier von einigen Firmenlogos bzw. Firmenschilder, die in diesem Gebäude anscheinend hier ansässig sind. Warum, wieso, weshalb? Da haben wir uns eine Gesprächspartnerin eingeladen, die uns dann doch hoffentlich ein bisschen mehr dazu sagen kann. Neben mir steht Frau Merkel. Wer letzte Woche aufmerksam zugeschaut hat, wird wissen, wer das ist. Fangen wir direkt an. Starterzentrum, was genau verstehen wir darunter? Oder was kann man darunter verstehen? Das Starterzentrum ist die Möglichkeit, dass Absolventen und Mitarbeiter der Universität des Saarlandes vor allen Dingen hier mit einer Geschäftsidee ihr Unternehmen beginnen können. Also Unternehmensgründung, Existenzgründung. Und was genau bietet das Starterzentrum dann diesen Neugründern an? Also die Universität stellt zunächst einmal die Räume zur Verfügung. Dann haben die hier ein zentrales Sekretariat, das eben auch für jede einzelne Firma da ist. Und es gibt Workshops, es gibt natürlich auch die Unterstützung, die Beratung durch das Team der GmbH. Und wer konkret nochmal darf sich hier bewerben mit seiner Idee? Das sind eben die Studierenden, Absolventen in der Regel oder auch Mitarbeiter, die, wie gesagt, es kommt auf die Idee an und auf die Person. Okay. Wie viele Existenzgründungen gab es seit der Gründung des Starterzentrums? Also das Starterzentrum wurde Ende 1995 gegründet und seitdem sind es über 150 Firmen, die hier gegründet wurden. Genaue Zahl weiß ich im Moment nicht, weil gerade diese Umzugsgeschichte mit dem Science-Park da ist und täglich neue einziehen. Okay, ernsthafte Frage, ehrliche Antwort. Wie viele von diesen 150 Unternehmen mussten wieder aufgeben? Das waren etwa so 12% gewesen, die also aufgehört haben. 12%, kurz überlegen, also 20 Stück, also 130 dann immer noch aktiv und erfolgreich. Ja, das hört sich doch mal gut an. Also, wer jetzt gerade sein Diplom gemacht hat oder dergleichen, hier vorbeischauen, lohnt sich auf jeden Fall. Jo, Gebäudecheck Teil 3, Starterzentrum. Also, für all diejenigen, für all diejenigen unter euch, die gerade ihr Diplom gemacht haben, Master, Bachelor oder was weiß auch ich,
Geht dorthin und ihr habt eine gute Idee, das ist natürlich Voraussetzung, ihr habt eine gute Idee. Auch da haben wir mit der Frau Merkler, habt ihr sie wiedererkannt, die war auch letzte Woche schon beim Unishop da. Also hatten wir auch anderthalbstündiges Gespräch, hat uns da sehr viel erzählt, also ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Übrigens auch die einzige Institution dieser Art auf einem Campus oder von einer Universität, natürlich wieder hier in Saarbrücken, wo auch sonst. Jo, das war der Gebäudecheck Teil 3 für alle Mathematik-Freaks unter euch. Ich weiß, 12% von 150 sind 18, nicht 20, ist mir auch klar. Aber zum Rechnen war es dann doch einfacher. Gut, gehen wir weiter. Letzter Punkt für heute. Wie immer, Medi informiert, Flickr Air bezogen auf unseren Weblog, denn darüber laufen auch unsere Bilder, damit ihr wisst, wie es funktioniert. Baby, new page. Baby, home. Visit Orga TV, web blog. Go, www.flickr.com. Sign in. Yahoo, kauft Flickr. Baby, login. Thanks, baby. Upload photos. Search photos. Nice photo. Upload. Upload in progress. Insert tags. Remember. Hey. Uni. Saarbrücken. TV. Save. Add note. www.orga.tv. Also other people can add notes. Start a conversation with your friends. Mittwochs 18:18. View latest photos as a slideshow. Me. Kati. Me. Sorry, sound problems. Kabelsalat, Schlumpfkaffee. Jenny. Und Probanden. It is Sarah time. This way. Matthias. And friends. Jenny. Interview. Es ist so schön hier. Sascha bei Asta. Ich befinde mich. Der Auftrag, Ariane 5. Andreas hat Flugzeuge im Bauch. Komm, sag schon. Midi. Kommuniziert. Das war Flickr, also sehr nette Sache. An dieser Stelle recht herzlichen Dank an Björn. Er hasst es, wenn ich seinen Namen sage, deswegen mache ich es immer so gerne. Dankeschön, Björn, für diesen wunderbaren Beitrag. Nächste Woche, und da kommen wir auch gleichzeitig zum Hauptthema der nächsten Woche, geht es um die Saarbrücker Formel. Werden wohl jetzt die wenigsten von euch wissen, was das genau ist. Deswegen befassen wir uns damit und werden es euch dann vorstellen. Ganz, ganz, ganz großes und wichtiges Thema hier bei uns am Lehrstuhl. Dazu gibt es auch ein separates Programm, das wird Björn dann nächste Woche bei Medi informiert euch vorstellen. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, Feedback, Rückmeldung und dergleichen bei uns auf dem Weblog. Wenn ihr wollt, schaltet dann nächste Woche Mittwoch 18:18 wieder ein. Das war's, bis denne und tschüss.